Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Script Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum 13. Puh, das war knapp. Schön. Wir haben drei Fahrzeuge von verschiedenen Zuschauern. Ich bin besonders auf das hier gespannt. Die anderen sehen auch cool aus. Hier, das ist ein No-Mod-Race-Fahrzeug. Hier haben wir also ein Geländebuggy. Sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus. Aber auf das bin ich gespannt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir hier nämlich eine Gangschaltung drin. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Doch, wir hatten mal eins. Da gab es aber noch nicht so das mit den Mods. Das war zwar ganz gut gewesen, aber ich glaube, es hatte keine richtigen Gänge in dem Sinne, sondern man hatte einen Vorwärts- und Rückwärtsgang. Also es war ganz nett, aber das hier scheint ja tatsächlich mehrere Gänge zu haben. Und darauf bin ich mal echt gespannt. So, aber kommen wir erstmal zum Türchen Nummer 13. Nicht vergessen, hier schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was das ist. Bis heute Abend. Wenn ihr heute Abend schreibt, das ist ein Keks und das ist richtig, dann werde ich euch morgen in der morgigen Folge grüßen. Also, nicht vergessen, ratet, einfach schreiben, einfach reinschreiben, was ihr glaubt. Ja, ihr könnt auch mehrere Sachen schreiben, ist ja auch okay. Einfach raten, ihr verliert ja nichts. Einfach in die Kommentare schreiben, aus dem Keks, das ist ein Teller, das ist ein, was auch immer. Wie gesagt, ich weiß, es ist hässlich, es ist wirklich mega hässlich. Es ist unglaublich hässlich, egal was es ist, ja. Aber, deswegen, ich will einfach wissen, wer es errät. So, auf jeden Fall, Türchen 13. Boing. Komm heraus, mein Freund. So. Wo ist es? Da ist es. Tada. Der ist voll cool geworden. Das war, was eigentlich sehr witzig ist, weil der eigentlich total simpel ist, ja. Es ist nämlich ein Zug. Eine Lok. Eine Dampflok. Also eigentlich so simpel, ja. Also... Hier haben wir das Führerhaus, ja. Hier, das sind die Räder. Ja, diese. Hier vorne haben wir den Kuhschieber, den Kuhfänger. Wir wissen, es gibt viele Begriffe dafür. Hier hinten haben wir die Deichsel, ja, zum Einhängen von Waggons. Und hier den Schornstein. Also wirklich super hübsch geworden. Total simpel. Manchmal muss man simpel bauen, um Gutes zu bauen. Ja, nicht immer zu komplex bauen. Das ist meistens ein Fehler von vielen Leuten. Viele bauen zu komplex, zu intensiv, zu... Ich muss auf Teufel komm raus das alles perfekt hinkriegen. Manchmal ist weniger mehr. Und das ist hier in dem Fall. Ne? Also, das sieht echt schön aus. Gefällt mir. So, kommen wir zu den Fahrzeugen. Machen wir den hier zum Schluss. Machen wir als erstes den da, dann den da, dann den da. So. Okay, also dieser kleine rote Fletzer, meine lieben Freunde, da, ist voll pro Firegamer. Roter Flitzer heißt sogar No Mod. Sieht echt sensationell aus. Hier vorne haben wir eine Lufthutze, ja, für den Kompressor oder Turbo oder whatever. Bisschen schmal. Wir sitzen auch leicht rechts, wenn ich richtig sehe. Ne, wir sitzen genau mittig. Die Knöpfe irritieren, deswegen denkt man, man sitzt leicht rechts. Ne, wir sitzen genau in der Mitte, okay. Ein Knopf, der öffnet alles. Super. Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da was zum Schießen drin ist. Licht. Radio. So, schauen wir mal. Okay, geht da hinten ein bisschen in die Knie. Boing. Boing. Wichtig ist, dass er nicht umkippt. Hat unten schwere Blöcke, glaube ich, hin, ne? Ja. Deswegen hat er einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Selbst wenn er so rumbounced und in den Kurven so kippt, ja. Also umfallen ist nicht so leicht mit dem, weil wirklich unten der komplette Boden mit schweren Blöcken belegt ist. Ja, nicht schlecht. Sehr klein, sehr sparsam. Gefällt mir. So, dann haben wir hier den Performance-Fresser für heute.
Wenn wir den liften, ja, dann haben wir einfach mal gefühlt 300 FPS. Wenn wir den runterlassen, sinkt die FPS auf unter 30. Das ist schon krass. Ja, wir sehen eine Handvoll von Bearings und vor allem, das ist ja eine Sache, ja, Bearings zu haben, aber eine andere Sache ist lose Bearings in en masse. Ja, also alleine in der Front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 8 Stück je Hälfte an losen Bearings. Und hinten geht das dann wieder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, glaube ich. 16 nochmal hinten, vorne 18. Dann haben wir hier oben. Gut, die sind programmiert. Eine Seite ist nicht programmiert. Wenn man sowas macht, dann immer beide Seiten programmieren. Nicht eine lose lassen, die andere Seite programmieren. Ja, warum ist die denn nicht programmiert? Ach, weil die hier mit dem jetzt zusammenhängen. Immer programmieren, denn ein loser Bearing muss immer ununterbrochen berechnet werden. Immer. Tust du den verbinden, ja, also mit einem Controller, so wie den hier, ja, also hier zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ja, dann packe ich den rein, zack, hat man ein bisschen Performance geschont. Immer. Ist immer so. Ja, also immer reinprogrammieren. So, wir haben die 2, also demnach muss der hier auf 60 in die umgekehrte Richtung, weil er auf der anderen Seite ist. Voila. So. Was siehst du? Wir haben, warte, lassen wir es mal einregulieren. Etwa 5 FPS mehr. Nur wegen dem einen Bearing, der da lose rumhängt. Das ist wirklich so. Und diese ganzen einzelnen losen Bearings, die müssen ununterbrochen berechnet werden. Deswegen verlieren wir an diesem Fahrzeug, wenn wir den hinstellen, über 200 FPS. Obwohl an dem Fahrzeug nichts dran ist. So, stellen wir den. Zack. FPS. Geil. Runter. Sofort, sobald wir ihn abstellen. Ja, weil er sofort die Bearings berechnen muss. Wenn wir den liften, ja, dann ist alles straight, ja, also alles ist einfach gerade dran und er muss es nicht berechnen. Und er muss es erst berechnen, wenn wir es loslassen, weil dann muss er ja die ganze Zeit schauen, was muss ich tun, was muss er tun, warum macht er das und dies und das. Und richtig geil ist, wenn ein loser Bearing Sachen dran hat, woran wieder etwas dran ist, wo wieder was loses dran ist, was wiederum berechnet werden muss. Also, er muss vorberechnen, gibt eine bestimmte Position, ja, und dann muss er aufgrund dessen seiner Position etwas anderes brechen. Und das ist echt performancefressend. Und je größer diese Teile sind, desto mehr muss er berechnen, weil er jetzt diesen ganzen Kram, also nicht nur diesen Bearing da berechnen muss, sondern er muss das alles berechnen. Diesen ganzen Kram muss er berechnen. Alles, was hier dran hängt, muss er ständig physikalisch berechnen, ja, von Gewicht und Beschleunigung, ja, also durch Bewegung von dem Fahrzeug, der anderen Bearings und. Ununterbrochen rechnen. Deswegen sind so lose Bearings immer eine Katastrophe. Immer. Egal, ob das jetzt nur einer ist oder im schlimmsten Fall sogar 30. So, fahren wir mal. Schauen wir mal, warum wir so viel lose Bearings haben. So, okay. Also wir haben 1 Licht, 2, keine Ahnung, 3, 4, Thruster, 5. Ah, 5 mache ich hinten das Fahrwerk härter oder weicher. 6, passiert nichts. Mal ganz kurz, 6, 2, bestimmt passiert da was. Oh, und umkippen muss man aufpassen. Also fahrwerksmäßig ist das schon ziemlich cool, ja. Also wie das arbeitet, ist schon echt, echt geil. Also so ein bisschen rumspackt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nichts bringt, so ein ganzes Fahrwerk zu bauen. Das ist die Arbeit, die Performance und so weiter und so fort gar nicht wert, weil meistens entweder reicht ein ganz normales Suspension, ja,
Wenn man aber ein bisschen mehr will, ich habe ja mal so ein Suspension auch gemacht, was insgesamt 4 lose Bearings hat. Ja, das ist zwar auch schon ziemlich viel, aber selbst bei großen Fahrzeugen, weil die losen Teile, die an diesen Bearing dran sind, sind so klein und sie müssen keinen anderen Bearing ansteuern, dass das eigentlich kaum Einfluss nimmt. Aber das hier ist halt schon echt eine Wucht, was dahin ist. Optisch, keine Frage, sieht hammermäßig aus, ja, aber das ist halt, man kann es ja so nicht wirklich richtig spielen, weil das einfach zu viel FPS kostet. Und will ich noch mit einem Freund zusammen das spielen, dann ist sowieso vorbei. Hat er so einen Umkippschutz? Weil hier so ein Dings ist. Warte mal, vielleicht steht ja was in der Beschreibung. Lights, High Beam, Horn, Boost. Höhen adjusten. Self fixen. Ah, okay. Ah, deswegen. Okay. Also die 6, wo nichts passiert ist, da aktiviert man wahrscheinlich das hier. Warte mal. Wenn wir jetzt die 6 drücken und da dran gehen. Passiert jetzt nichts. Oder doch, ja, genau. Was macht er denn jetzt? Vielleicht, weil ich hingegangen bin. Genau, da tut der sich wieder gerade schieben. Wenn er auf der Seite liegt. Vielleicht braucht er nur einen Augenblick. Egal. Hier ist ja auch noch ein Stoßdämpfer. Was macht der? Ist er hier? Ist doch komplett fest, oder? Ach, das ist für zum Wiederaufstellen. Ein Glitch im Prinzip. Ah, okay, ja, cool. Ja, warum eigentlich nicht? So kann man das natürlich auch super geil lösen, gell? Aber es ist halt schon echt ein Performance-Fresser, muss man schon sagen. Also optisch echt geil, ne? Aber man kann ja auch so sagen, vielleicht geht es ja nicht darum Spielen, sondern einfach um zu zeigen, was man so bauen kann. Also technisch. So, okay, kommen wir zu dem Kleinen hier. Süß, der Ventilator. Wird der schneller, wenn wir schneller fahren? Bin mal gespannt. Also optisch echt süß, ja. Sehr clean. Witzige Ladefläche hinten, vielleicht ein bisschen hoch. Aber ein hübscher. Wow, ist ja echt ein hübsches Fahrzeug. Und der kleine Mini-Auspuff da. Aha. Also, jetzt habe ich keinen Gang drin. Ja, also er ist jetzt im Leerlauf. Jetzt nochmal hier drücke. Kann er rückwärts fahren? Passiert nichts. Okay, jetzt drücken wir einmal, zweimal. Nach oben jetzt der erste Gang drin. Ein bisschen langsam für den ersten Gang. Jetzt der zweite Gang drin. Dritter Gang. Vierter. Fünfter. Sechster. Siebter. Achter. Neunter. Gut, so schnell kann er wahrscheinlich gar nicht. Wie viele Gänge hat er denn? Ich glaube, das hier ist der höchste Gang. Also der hier. Bisschen smoothed. Ich bin so fröhlich, schalala. Ich hab ein zu viel gekippt. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt und es gab gratis Glühwein. Wow, das ist aber übel, wenn man vom Gas runtergeht. Buff! Buff! Also, funktioniert geil, ja. Finde ich interessant. Wenn man auf dem Gas bleibt, ist das auch ganz witzig. Allerdings kann man mit keinem Fahrzeug der Welt, es gibt Ausnahmen, im sechsten Gang oder im höchsten Gang anfahren. Ja? Also ich kann jetzt nicht einfach hier sagen, oh ja, jetzt bin ich im sechsten Gang. Zack, 100. Das gibt es nicht. Ja, deswegen gibt es ja den ersten, zweiten, dritten Gang, damit man erstmal mit dem kleinen Gang anfährt. Man kann bei manchen Autos kann man auch im zweiten Gang anfahren. Im dritten geht auch noch manchmal, kommt aufs Auto an. Bei manchen Hubraumgroßen, also Autos, die sehr viel Hubraum haben, geht das teilweise auch. Zum Beispiel bei der Corvette kann man sogar noch im vierten, fünften Gang anfahren, wenn man einen ruhigen, sanften Fuß hat.
dann geht das auch. Aber im Normalfall kann man nicht im sechsten Gang oder sowas anfahren. So, dann haben wir Licht und Blinker auf 3. Okay, 4. 4 ist Warnblinker. Was sind wir denn hier? Interessant, wenn ich jetzt den... Wenn ich die andere Seite vom Blinker anmache... Ah, das ist ja witzig. Ah, das ist cool. Das hatte ich auch noch nicht. Dann geht auf der anderen Seite aus, wie in echt auch, ja. Man kann nur links oder rechts blinken, beides geht nicht. Das ist interessant. Also ich blinke jetzt rechts, ja, und ich sage, irgendwie habe ich das Bedürfnis, doch links abzubiegen. Und während er noch blinkt, drücke ich links. Oh, das war der falsche. Und dann geht der andere aus. Da, zack. Ist das bei meinem Blinker auch so? Jetzt mache ich mal den Blinker an. Ah, da geht's nicht. Cool. Hier haben wir die Lupe. Licht. Was ist das? 8. Ach, da ist oben das Licht. Und 9 ist Handbremse. Ah, das ist im Prinzip so ein Reset. Ja, das resettet die Gänge. Wenn ich da drauf drücke, dann ist das so ein Reset. Im Prinzip ist dann das weg. Ja, warum eigentlich nicht? Kann man so auch machen, ja. Ist zwar dann auch wiederum logisch, unlogisch, weil im Prinzip kann ich ja einen Gang einlegen, auch wenn ich die Handbremse angezogen habe. Manche Leute schaffen es tatsächlich, mit der Handbremse zu vergessen, die Handbremse zu lösen und fahren, so Auto. Und dann fängt es an, richtig warm zu werden, ja, starke Autos oder auch schwache Autos, so stark ist ja eine Handbremse nicht, die ist ja nur mechanisch. Das merkt man auch teilweise gar nicht, ja, vor allem nicht, wenn man, ja, dafür so ein Gefühl fürs Auto hat und ein Empfinden fürs Auto hat, und dann merkt man das nicht. Ich hatte mal jemanden bei mir, da hatte ich den Dodge Charger noch, der wollte unbedingt mal mit dem Dodge Charger fahren. Das war so ein totaler, eigentlich ein BMW-Freak, ja. Also der hat, also die Familie, also der Vater arbeitet bei BMW, oder ich glaube inzwischen nicht mehr, weil der jetzt, ja, das nicht mehr machen muss, Rente oder so, keine Ahnung. Und nicht, weil er nicht mehr durfte oder weil er nicht mehr, aber er war auf jeden Fall ein hohes Tier dort irgendwie, und die ganze Familie schwört auf BMW. Kann ich verstehen, man wächst so auf, ja, Vater lebt's vor, wäre ich nicht anders. Und ich war total überrascht, dass der Sohn, der so in meinem Alter ungefähr ist, ein bisschen jünger, gesagt hat, oh, ich will mal mit dem Auto fahren. Da habe ich gedacht, okay, ja, kann man schon machen, ne? Warum eigentlich nicht? Und ja, er hat vergessen, die Handbremse zu lösen. Beziehungsweise eine Handbremse hatte das Auto nicht. Er hat nämlich eine Fußfeststellbremse. Ich weiß nicht, ob deutsche Autos sowas haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne bei deutschen Autos zwei Variationen. Handbremse, ja, dieses... Ja, so wie man das hier auf Taste 9 auch sieht, ja, dieses Krick, wo man so anzieht, gibt es ja inzwischen schon gar nicht mehr. Also sehr selten nur noch bei neueren Autos. Oder die andere Variation ist elektrisch, ja. Also da ist so ein Schalter, dann drückt man, dann macht er da zieht er diese Handbremse elektrisch an. Finde ich komisch, weil das ist wieder so ein elektrisches Ding, ja. Für ein mechanisches Teil, das ist etwas, was auch schnell kaputt gehen kann. Und was machst du, wenn das Ding kaputt geht und nicht mehr richtig löst? Ja, und ja, die Handbremse ist gerade angezogen, dann stehst du da und das Auto kann nicht losfahren, weil die elektrische Handbremse kaputt ist. Geil. Ja, habe ich schon aus Erzählungen erlebt, also gehört, dass das vorkommen kann. Also das finde ich irgendwie komisch. Bei uns, also beim Dodge und... Also beim Dodge war es nicht so, aber beim Cadillac, der ist ja jetzt fast, ja, den gibt es ja schon so seit 30 Jahren, der hat eine
Fußfeststellbremse, also sprich unten links im Fußraum. Wobei der alte Dodge, der 79er Dodge, hat das auch. Die haben das gar nicht so, diese typische Handbremse wie hier in Deutschland. Interessant. Da ist unten links im Fußraum so ein, ich sag jetzt mal, Pedal. Ja, es ist kein Pedal. Also es ist schon ein Pedal, aber nicht so wie ein Gaspedal, sondern anders da. Und es steht auch nicht irgendwie da im Weg oder sowas. Man kann da auch nicht aus Versehen draufkommen. Die drückt man durch und dann ist die Bremse fest. Und beim Cadillac, also beim 79er Dodge, also den alten Oldtimer, den ich habe, da ist es so, da ist dann in der Nähe von diesem Fußfeststellbremse so ein Griff, wie bei so Motorhome auch. Da zieht man dran und dann wird die gelöst. Beim Cadillac ist das so, die geht automatisch raus. Also sprich, man legt einen Gang ein, also D, ist ja eine Automatik, der Gang geht automatisch, die Fußfeststellbremse geht automatisch raus. Finde ich super geil. War für mich aber eine extreme Umstellung, als ich dann den Dodge Charger hatte, der ja wesentlich neuer war, also Baujahr 2014. Der hatte nämlich auch diese Fußfeststellbremse, ja. Und die hat sich aber nicht automatisch gelöst. Da musste man auch einen Knopf betätigen, ja. Also festmachen musste man mit dem Fuß, ja. Passt, kannte ich ja so. Aber das Lösen ging dann per Knopf. Der war auch wiederum elektrisch. Also total komisch. Naja, und da habe ich eine Zeit lang gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich habe es dann hin und wieder auch mal wieder vergessen. Aber meistens wird dann ja vorne im Tacho, dann kommt da so ein Symbol, rotes Symbol, wo P draufsteht. Da weiß man dann, aha, okay, habe ich vergessen, passt. Also nach ein paar Metern ist mir das dann doch aufgefallen. Und wenn man ein bisschen Gefühl fürs Auto hat, ja, dann merkt man, dass da ein bisschen Leistung fehlt, ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Naja, auf jeden Fall nichtsdestotrotz, da ist dieser BMW-Freund-Fan dann mit diesem Dodge gefahren und hat ja mehrere Kilometer, so 10, 15 Kilometer vergessen, die Handbremse rauszumachen. Die Fußfeststellbremse, Entschuldigung. Ja, ich habe es leider auch nicht gesehen. Erst als wir ausgestiegen sind und ich es gerochen habe. Das ist also, ja, der hat richtig auch schön Gas gegeben. Ja, ich habe auch gesagt, gib mal schön Gas, lass mal die 500 PS, also knapp 500 PS mal schön spielen. Und das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Und dann ist er auch ordentlich gefahren mit dem Auto. Ja, also nicht nur so ein bisschen so 50 km/h, sondern auch so 100, 120, 140. Und ja, das mit angezogener Handbremse. Fußfeststellbremse, Entschuldigung. Geil, oder? Ja, die Bremsen danach waren hinten hinüber. Naja, ich habe halt auch nicht dran gedacht, muss ich zugeben. Kann er ja nichts für. Wenn er das halt nicht weiß, dann weiß er es halt nicht. Aber es ist halt schon krass, ne? Diese verschiedenen Variationen von Fahrzeugen. Das ist eigentlich sehr faszinierend. Was ja auch sehr interessant sind, diese britischen Fahrzeuge. Britische Fahrzeuge, also in England fährt man ja auf der falschen Seite, in Anführungszeichen falsch, ist ja nicht falsch, ja, ist halt nur einfach auf der anderen Seite, also auf der linken Seite. Bei uns wäre man dann Geisterfahrer. Und bei denen ist aber auch einiges anders, ja. Also, zum Beispiel wo fange ich denn an? Also, diverse Funktionen im Fahrzeug funktionieren anders da, ja, also zum Beispiel Drehrichtung vom Anlasser zum Beispiel, solche Sachen. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, aber es gibt voll viele Sachen, die dann andersrum sind, witzigerweise. Ich weiß nicht, warum man auf die Idee kommt, das dann auch andersrum zu bauen, ne? Ist eigentlich schon witzig. Ja, und das sind halt dann so, das muss man dann erstmal wissen, diese ganzen Eigenschaften, diese Unterschiede, ja. Und im Prinzip sind ja alle Fahrzeuge ja irgendwie mehr oder weniger gleich, aber doch so kleine Feinheiten sind dann doch ein bisschen anders, je nach Nationalität. Schon witzig. Ist das hier der... Was ist das? Boah! Das ist ja witzig. Geile Idee. Das ist übrigens die Gangschaltung. Hier haben wir die Gänge, ja. 2, 1. Jetzt haben wir gar keinen Gang drin. Sind wir eigentlich jetzt mal rückwärts gefahren?
Ah, okay. Weil ich W gedrückt habe zum Rückwärtsfahren. Also rückwärtsfahren tut man dann doch mit S, ja. Funktioniert A. Können wir eigentlich mehr als einen es ist ein bisschen langsam, finde ich. Auch für den ersten Gang. Da könnte ruhig ein bisschen mehr Speed dahinter sein. Schon geil. Das Witzige ist, wenn man das jetzt so sieht, denkt man, ja, pff, ist doch nicht so kompliziert. Ja, an sich ist es tatsächlich nicht so kompliziert. Ja, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Aber im Prinzip kriegt er ein Signal und sendet halt dann, geht halt dann eine Reihe weiter hoch. Durch diese Multiplikation, ja, kriegt der Motor halt eine höhere Leistung. Also da ist kein Getriebe oder sowas drin, wie beim echten Fahrzeug, die dann durch größere und kleinere Zahnräder eine andere Kraft umwandelt. Ja, dadurch kann man dann schneller oder langsamer fahren. Das ist hier in dem Fahrzeug nicht so, sondern wir haben hier tatsächlich nur einen Motor und kein Getriebe oder sowas. Durch die Multiplikation wird dann die Smart Engine, die hier drin ist, beschleunigt, also kriegt sie dann halt verschiedene Stufen. Vielleicht ist er deswegen auch nicht so schnell im ersten Gang, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Und wenn man das weiß und das gebaut hat, ja, dann denkt man sich, ja, ist doch gar nicht so wild. Aber man muss erstmal diese Idee oder diese Funktion erstmal zusammensetzen. Wenn man die erstmal einmal so hat und einmal zusammengesetzt hat oder das jetzt hier auch so sieht, dann kann man sagen, ja, ist doch nicht kompliziert. Mein Gott. Aber erstmal das so im Kopf zusammenzusetzen und das dann auch umzusetzen. Ja, im Kopf zusammensetzen ist immer nochmal was anderes. Manchmal habe ich auch so geniale Ideen und dann denke ich mir so, Momente mal, beim Bauen dann so, irgendwie geht das nicht. Dann habe ich irgendwie so eine Kleinigkeit vergessen, dann muss man es doch wieder anders da machen und so. Und dann kann sowas auch relativ lange dauern, bis man erstmal das so zusammengebaut hat. Und dann brauchen wir ja auch noch ein Fahrzeug. Aber geil, also es ist wirklich gut, ja. Es ist eigentlich total simpel, in Anführungszeichen, ja. Aber echt eine Ingenieurskunst schon, ja. Es ist wie beim echten Auto auch, ja. So, wenn man jetzt so mal drüber redet, ja, wie so ein Motor funktioniert, ist doch Pillepalle, ja, Engineering-Diskussion, Kolben geht runter, bam, dann wird die Kraft übertragen aufs Getriebe und so weiter und so fort, ja. So, auf den ersten Moment denkt man so, ist doch nicht kompliziert. Ja. So, wenn man dieses Wissen auch erstmal hat, kann man sowas auch, jetzt sage ich mal, wenn man das Werkzeug hat, auch nachbauen. Aber erstmal sowas zu erfinden und erstmal zu entwerfen, das ist nicht so einfach. Und das dann umzusetzen, ist noch weniger einfach. Also das ist schon krass. Und ich finde das so cool, dass man das hier einfach ausfahren kann und sich das anschauen kann. Dass man nicht sagt, ja, da ist irgendwo Technik da drunter, ja, keine Ahnung. Ja, hartes Ding läuft. Nein, ich kann aufmachen und nachschauen. Das ist so geil. Cool. Klasse. I like. So, ja, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht... dafür ist es jetzt zu spät. Dafür ist es schon zu spät mit dem Erraten, was da drin ist. Naja, gut, okay. Morgen die Auflösung, was dieser Keks da ist. Ich bin gespannt, wer es alles erraten hat. Ja, Freunde. Dann bis morgen. Schönen Feierabend noch. Ciao, ciao.